Und ich habe hier mit mir hoffentlich, der wird gleich auf mein Screen. Ja, super. Hello, Dr. Stefan Brandt von dem Futurium. Schön, dass Sie mit uns, ja genau, dass Sie mit uns zusammen sein können. Hier ist Togetherness, Zusammensein heute. Stefan, es ist wirklich für mich eine große Ehre, Sie zu interviewen. Sie haben Musikwirtschaft und Gesang studiert und eine Arbeit über Barockopern von Händel promoviert. Dann mit den Nulljahren haben Sie den großen Wechsel gehabt und dann ging es zu McKinsey & Company, um die Oper Frankfurt zu beraten. Dann ab 2012 die Hamburger Kunsthalle, da sind Sie Geschäftsführer gewesen, um das Haus wirtschaftlich zu sanieren und das interdisziplinäre Programm zu gestalten. Sie initiierten Formate, zum Beispiel Format Arts Lab, dessen erstes Projekt mit dem Radialsystem hier in Berlin und der Ensemble Resonanz auch mal Premiere hatte. Also alles sehr interdisziplinär. Und dann, seit 2017, leiten Sie das Berliner Futurium, das in seinem Programm das künftige Verhältnis des Menschen zu Technik, aber nicht nur zu Technik, sondern auch mal zu Natur und nicht zuletzt zu sich selbst beleuchten wird und eröffnet das im letzten Jahr. Insofern ist es wunderbar, gerade mit Ihnen ein Gespräch zu haben zum Thema menschliche Kreativität und deren Zukunft. Aber erstmal eine kleine Frage zum Starten. Stefan, waren Sie eigentlich gut in Mathe früher in der Schule? Ich glaube, ich war in der Tat gar nicht so schlecht. Ich habe das gern gemacht. Ich glaube, ich bin jetzt nicht der große Mathematiker gewesen im Sinne der Formeln oder sowas, aber doch einen ganz guten Blick für Zahlen. Das hat mir dann später auch geholfen in der einen oder anderen beruflichen Tätigkeit, unter anderem, Sie haben es ja angesprochen, dann eben auch bei McKinsey. Ja, ich glaube, es gibt auch extrem viele Musiker, die extrem gut in Mathe sind. Ne? Aber auch eine zweite Eingangsfrage, bevor wir wirklich so loslegen. Ich möchte ganz gern wissen, was bedeutet Kreativität, also menschliche Kreativität für Sie persönlich? Ja, das ist ja eigentlich die Königsfrage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ich würde da mal einen Hirnforscher zitieren, Gerhard Roth, der gesagt hat, Kreativität beinhaltet das Auffinden neuartiger Lösungen. Und ich glaube, das ist wichtig. Also es geht um das Auffinden neuartiger Lösungen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das? Das hat auch die Hirnforschung noch nicht restlos entschlüsselt. Also es geht darum, aus dem Langzeitgedächtnis Dinge in neuartiger Weise zu kombinieren, das aber auch wieder mit neuem Wissen zu kombinieren. Und dann gibt es auch eine Menge Unbekannte. Also Kreativität ist eben sozusagen nicht nur das Finden neuer Lösungen, sondern eben auch neue Wege, diese Lösungen überhaupt zu denken. Und das macht es im Übrigen auch gar nicht so einfach für technische Systeme, das zu kopieren. Genau, also technische Systeme, wir haben auch heute gesagt, also gerade diese Technikzukünfte wollen wir auch ein bisschen so im Fokus haben. Welche Techniken haben Komponisten im Lauf der Geschichten inspiriert, um Musik zu erzeugen schon? Also es fing eigentlich an mit den Instrumenten, oder? Ja, das ist absolut so und das geht ja auch weit, weit zurück. Also wir reden ja immer sehr neuzeitzentriert. Es gibt also auch ganz interessante auch Einspielungsversuche beispielsweise von antiker Musik. Also man hat mit den Instrumenten schon sehr früh angefangen. Natürlich ist das ein Stück weit auch ein ja, wenn man so will, technisches, auf jeden Fall eben auch mechanisches Hilfsmittel. Aber auch viel früher als man denkt, ging es los mit so Automaten, dass man tatsächlich versucht hat, menschliche Aufführungen ein Stück weit zu imitieren. Wenn man ins Kunsthistorische Museum in Wien geht beispielsweise. Dort gibt es eine wunderbare Kunstkammer mit Gegenständen, die man so im 15., 16. Jahrhundert bevorzugt gesammelt hat, natürlich die Herrscherhöfe damals. Und da ging es ganz stark um Automaten auch. Das war der quasi letzte Schrei damals. Und es gibt auch die ein oder andere oder das ein oder andere Exponat, das tatsächlich zeigt, wie beispielsweise eine Lautenspielerin auf ihrer Laute spielt als Automat. Und das ist eben der Versuch, menschliche, ich will nicht sagen Kreativität, aber doch zumindest Aufführungskunst zu kopieren. Aber wir können da noch in viele weitere Beispiele gehen. Beethoven-Jahr haben wir jetzt,
dass Beethoven war sehr interessiert an Automaten. Er hat ja auch sehr befördert das Metronom, ja, das die genaue Taktfrequenz angibt, sodass die Musik eben künftig auch besser, muss man sagen, messbar war oder zumindest das Tempo besser messbar war. Aber er hatte eben auch ein Faible für Musikautomaten, hat unter anderem auch für einen Musikautomaten ein Stück sogar geschrieben, ein Schlachtstück, das er später aber dann auch für Orchester eingerichtet hat. Genau, und es gab auch mal so, und Mozart, die Würfelspiele, und in 1843 genau. Ada Lovelace, die eine Maschine haben wollte, Brian Eno, jetzt ein bisschen so mehr jüngst hier, mit algorithmischen Soundtrack für den Videospiel Spore. Also es gab immer diese so hin und her Ping-Pong, Inspiration, Komposition mit Maschinentechnik und der Mensch. Also das heißt, die Technik war immer ein bisschen dabei, wenn wir wirklich so ein bisschen gucken, auch abgesehen von dem Gesang, der reinen Gesang. Aber der Unterschied besteht heute darin, dass die Komponisten nicht nur von den Computern lernen, sondern auch Computer lernen von Komponisten. Und ich habe auch das Gefühl, dass sehr viel wird auch mal so experimentiert und die Musik, die klingt, ich rede jetzt nicht von dem Klang der Musik, ne? Aber die Musik, die Melodie oder die Komposition klingt sozusagen, als ob sie von Maschinen gemacht oder manchmal auch mal von Menschen gemacht. Und manchmal ist das eigentlich schwierig. Und ich wollte einen kleinen Poll machen, Stefan, wenn es okay für Sie ist, eine kleine Minute nehmen. Wir werden 30 Sekunden von zwei Stück jeweils hören. Und ich möchte den Poll jetzt öffnen und wirklich so sagen, sag mir bitte, welches Stück wird von einer Maschine komponiert? Achtung, ich rede nicht von dem Geklänge oder so, von den Kompositionen. Welches könnte von der Komposition her von einer Maschine komponiert werden? Wir hören ein erstes Stück, bitte. Stefan, was glauben Sie, welches Stück wurde von einer Maschine komponiert? Ich muss dazu sagen, ich hab mich ja so ein bisschen auch schon eingearbeitet in die Materie. Es wäre beides möglich. Ne? Also ja. Das regelmäßigere Zweite ist absolut möglich, wenn Sie da an Aiwa denken beispielsweise, das wäre absolut machbar. Aber auch das Erste, es hängt doch am Ende nur davon ab, ob wie groß quasi die Inputmenge, die Parameter sind, die Sie in die Maschine oder in die künstliche Intelligenz reinfüttern und wie viele Kombinationen Sie dann daraus ziehen kann. Ja. Aus meiner Sicht ist beides möglich. Vielleicht ein bisschen mehr die zweite, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es die erste wäre. Und wir haben eine Musikaudienz und die haben es richtig eingeschätzt. Also, also das erste Stück, 36% ist von einer KI komponiert. Eben nein. Und 64% von der KI komponiert, das zweite eben ja. Also das erste war von Mattia Strenitzer, ein fantastischen junger Komponist, und das ist das Stück Night Party in the Desert. Kann ich nur empfehlen, das ganze Komposition von Mattia. Und das zweite ist von Aiwa, also www.aiwa.ai. Ein fantastischen auch Stück Symphonic Fantasy in A Minor, Opus 21 Genesis. Aiwa macht eine ganze Reihe von unterschiedlichen Kompositionen, die wirklich schon sehr, sehr beeindruckend sind. Und ich meine, wir wissen auch, dass Aiwa hat einen offiziellen rechtlichen Status als Komponist, by the way. Aber anyway, Musikkomposition ist in der Regel eine umfassende, also eher an eine umfassende Ausbildung und Schulung gebunden. Ne? Und viele Tools vereinfachen die Komposition. Also wenn ich nochmal zurückkomme zu unserer Diskussion Technik, Menschen, Kreativität, sind diese KI-Tools eine Möglichkeit zur Demokratisierung von Kompositionen, weil die geben mehr Access, um geholfen zu werden, um etwas zu komponieren, oder ist es mehr ein Weg, der Komponist oder die Komponistin zu, wie sagt man das auf Deutsch, enhance, also augmenting the composer, um noch mehr Möglichkeiten zu geben in der Kreativität oder in der Qualität der Komposition? Wie sehen Sie das? Also Demokratisierung oder mehr eine Enhance? Also Demokratisierung von Komponieren würde ich jetzt nicht sagen, weil man in der Tat als jemand, der jetzt Laie ist, sage ich mal, der sich nicht viel mit Musik beschäftigt hat, ja da nicht unbedingt das Komponieren lernt. Aber man lernt oder es hilft einem dabei, sich auszudrücken. Also es ist vielleicht eine Demokratisierung des
künstlerischen Selbstausdrucks oder Ausdrucksvermögens von vielen Menschen. Und vielleicht zieht es ja manche Menschen dann auch noch dahin, sich näher mit der Materie zu beschäftigen. Also das ist das eine. Das zweite, ja, ich glaube schon, es kann helfen. Das war im Übrigen auch immer so, dass natürlich gerade auch im 20. Jahrhundert Komponisten immer auch danach geschaut haben, wie, mit welchen Unterstützungsmitteln oder wie kann ich mein Repertoire, meine Ausdrucksmittel erweitern. Ja? Es gibt ja schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg das Studio für elektronische Musik in Köln, wo dann auch später Karl-Heinz Stockhausen gearbeitet hat. Also da hat man ja auch schon angefangen zu sagen, ja, wie können wir aus dem traditionellen Instrumentarium ausbrechen, wie können wir neue Klänge erzeugen. Und natürlich kann man mit künstlicher Intelligenz sicherlich als zeitgenössischer Komponist über Zeit auch nochmal sein Ausdrucksspektrum erweitern. Mhm. Aber also, ich meine, ich freue mich wirklich mit Ihnen zu reden, weil Sie wirklich so ein Zukunftsspezialist auch. Also wir haben manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, uns vorzustellen, dass eine KI oder also jemand was oder etwas, was nicht menschlich ist, könnte etwas Fantastisches, Wunderschönes, was auch immer, Künstlerisches, Wertvolles zu kreieren. Ist es eine kulturelle Beschränkung oder also gegenüber dem Konzept der Kreativität oder sind es menschliche Ängste? Weil es scheint nicht, dass wir auf dem Weg sind, den Begriff der menschlichen Kreativität aufzugeben sind, oder? Also was glauben Sie, woher das kommt, dass wir uns so schwer tun zu denken, ja, eine Maschine kann genauso gut kreieren, das ist wunderbar. Ja, ich glaube, wir sind uns alle, und da habe ich jetzt auch keine Antwort drauf, aber wir sind uns natürlich zunehmend auch unsicher, was ist eigentlich menschliche Kreativität. Ich habe ja versucht, vorhin so ein bisschen auch aus einer fast schon medizinischen oder wissenschaftlichen Sicht zu antworten, aber es sind natürlich auch viele emotionale Elemente, auch vielleicht nicht so rational erklärbare Elemente dabei. Ich möchte dazu sagen, dass gerade im 20. Jahrhundert ja auch viele Komponistinnen und Komponisten versucht haben, eigentlich die menschliche Kreativität ein Stück weit zurückzudrehen. Die wollten gar nicht, dass es zu so einer starken, auch persönlich gefärbten, subjektiven Sicht kommt, die dann in die Musik einfließt. Also denken Sie nur an die Aliaturik. Sie sprachen von Würfelspiel, aber das war ja dann im 20. Jahrhundert auch nochmal ein großes Thema. Zufallsgenerator. Mhm. John Cage, also es gibt so viele Dinge, die damit reinspielen und der Versuch war an sich so dieses menschliche Genie-Denken, was man im 19. Jahrhundert ganz stark hatte in der Romantik, dann auch zurückzudrehen oder durch was anderes zu ersetzen. Und jetzt kommen wir in die Situation, jetzt stellen wir fest, naja, gerade so bei bestimmten Stücken, die man vielleicht bisher als mittelmäßiger Komponist versucht hat zu machen, da kann einem die künstliche Intelligenz vielleicht schon das Wasser reichen und vielleicht wird es mehr. Und jetzt fangen wir wieder an mit dieser Genie-Diskussion und der Besonderheit menschlicher Kreativität, ohne genau zu wissen am Ende, wovon wir reden. Und insofern würde ich ganz klar sagen, es ist offen, wir müssen uns darüber verständigen. Ich bin eigentlich überzeugt, dass es so etwas gibt wie menschliche Kreativität, dass die Maschine nicht ersetzen kann, weil die Maschine und künstliche Intelligenz noch immer letztlich darauf beruht, dass sie mit Inputfaktoren gefüttert wird und nach gewissen logischen Prinzipien dann am Ende auch programmiert wird, selbst wenn man da Zufallsgeneratoren und Ähnliches einbaut. Aber es ist letztlich ein ganz schmaler Pfad und diese Debatte, die wird uns sicher in den nächsten Jahren begleiten, mit offenem Ausgang, würde ich sagen. Mhm. Also Kreativität ist ein Konzept, was mit Überfluss eigentlich verbunden ist. Ne? Und auch so ist es auch mal mit Technologien zurzeit. Es gibt wirklich so viel und Neuroscience, Base Emotion Optimisierung und wir haben gerade in der Diskussion davor auch gesprochen, VR, AR, MX, Mixed Reality und so weiter und so fort. Welche andere Technologien sehen Sie jetzt gerade kommen, die wirklich die Zukunft von Kreativität boosten könnten? Was sehen Sie am wahrscheinlichsten kommen jetzt zunächst oder schon jetzt? Na, ich weiß gar nicht, ob unbedingt jetzt die nächste große Technologie um die Ecke kommt. Ich glaube, es ist das, was wir schon haben oder was wir schon, wir haben ja vieles angesprochen, was schon in Anfängen zu sehen ist, was aber über Zeit einfach nochmal unglaublich perfektioniert wird. Und das hängt auch mit Datenmengen zusammen. Also je mehr Daten ich beispielsweise in eine künstliche Intelligenz verbunden mit einem neuronalen Netz hineinfüttere, umso mehr
Auswahlmöglichkeit schaffe ich, umso mehr Kombinationsmöglichkeit kann natürlich eine Maschine dann schaffen, die dann von einem einzelnen Menschen so gar nicht mehr nachvollzogen werden kann. Also ich denke, es wird am Ende ein Spiel auch der Datenmengen sein. Man redet nicht umsonst von Big Data. Und durch diese großen Mengen wird es einfach auch gelingen, immer mehr Kompositionen, aber auch andere künstlerische Werke zu schaffen, die zumindest auf den ersten Blick sich gar nicht mehr so stark unterscheiden von dem, was Menschen machen. Mhm. Auch wenn ich überzeugt bin, dass wenn man dann tiefer hinein analysiert, man doch immer noch Unterschiede finden würde. Ich glaube also immer noch stark an die menschliche Kreativität. Im Übrigen hat auch noch mal jemand Kluges, Andrew Keen, der sich stark mit Zukunftsentwicklungen auseinandersetzt, gesagt, naja, im Prinzip ist ja auch die künstliche Intelligenz menschliche Kreativität, denn menschliche Kreativität hat sie entwickelt und füttert sie ja am Ende auch immer wieder mit neuen Inputfaktoren. Also es macht vielleicht auch nicht so viel Sinn, die Sachen so ganz scharf voneinander zu trennen. Mhm. Also ich möchte zuletzt eine letzte Frage stellen, wo ich Sie gerne auch ein bisschen so challengen würde, im Sinne von so, okay, aber was ist, wenn doch Maschinen nicht nur von Menschen gefüttert werden, sondern von sich selber oder gegenseitig lernen und darüber hinaus auch selber programmieren? Und sagen wir mal, dass Kreativität nicht nur dann der Alleinstellungsmerkmal der Menschen am Ende bleibt. Wenn es nicht menschliche Kreativität wäre, die uns also besonders und menschlich machen würden, was wäre es dann, wenn nicht Kreativität? Also ich denke, dass Kreativität ja auch nur etwas ist, was mit anderen menschlichen Eigenschaften dann zusammenhängt. Es geht um Empathie. Es geht um so eine Mischung aus Logik und Irrationalität, die wir eigentlich alle haben. Es geht um das Unperfekte. Und ich glaube, also Kreativität ist ja nicht Perfektion. Ich glaube sogar, dass eine KI ein perfektes Stück vielleicht schaffen könnte. Aber das ist nicht unbedingt Kreativität. Kreativität ist letztlich diese nicht wirklich auseinanderzuklamüsernde Mischung. Ich könnte Ihnen da vielleicht auch ein paar Beispiele noch aus der Musikgeschichte nennen, wo man dann wirklich sagen kann, ja, der Komponist hatte so eine Assoziation, auf die würde man, wenn man das eben jetzt nicht im Nachhinein entschlüsselt, eigentlich kaum kommen, aber es ist trotzdem irgendwie nachvollziehbar. Also ich glaube, diese Mischung aus Perfektion und Imperfektion, aus Logik und Irrationalität, aus Emotionen und Rationalität, das macht uns Menschen aus. Und da habe ich doch noch meine Zweifel, dass das zumindest in absehbarer Zeit durch Maschinen so reproduzierbar ist. Wunderbar. Sie hat noch einmal gesagt, und ich wollte das eigentlich als Wort noch halten, Zukunft ohne Neugier ist für Sie nicht denkbar. Und ich finde, ich würde auch noch mal die Neugier da drin addieren, in Ihrem Auftrag sozusagen, weil es auch mal Wörter von Ihnen sind. Wunderbar, vielen Dank für diesen 20 Minuten zusammen. Wir wissen beide, dass es extrem kurz war und ich würde am liebsten 2-3 Stunden noch mal in Ruhe beim Fireside-Chat auch noch mal so darüber reden. Genau. Für ja. Die, vielen Dank, Stefan.